Hey Leute, willkommen bei WiederLadertv. Heute mache ich mal eine kleine Review. Ich möchte mal die Visierung von MEPOLITE vorstellen, genauer die verstellbare Nachtvisierung mit den Two Dots. Ich habe mir die 2010 auf eBay für $125 gekauft und ja, habe die auf meiner Glock 21 montiert. Bevor wir anfangen, überprüfe ich natürlich die Sicherheit der Waffe. Das heißt, ich entnehme das Magazin, überprüfe das Patronenlager. Patronenlager ist frei. Halte die Waffe eine sichere Richtung und ziehe trocken ab. So, jetzt können wir eigentlich schon anfangen. Das heißt, ich werde die Kameraposition ein wenig verändern, damit ihr die ganzen Details hier auch seht, so wie ich es dann auch vor mir habe. Also, bis gleich. So, weiter geht's. Ich fange jetzt an und versuche mal die Dimension zu erfassen. Das heißt, ich fange mit der Kimme an, ja, wie weit die Kimme ist. Wie breit das Korn ist, wie hoch das Korn ist. Ja, guck mal einfach mal, ob wir das hinkriegen hier. Gar nicht so leicht. Also die Kimme hat einen Durchmesser von ca. 3,45 mm. Das Korn hat einen Durchmesser von 4,05 mm und in etwa eine Höhe, das muss ich jetzt hier schätzen. Kann ich nicht genau messen, aber ich würde jetzt mal sagen, so 7,5 mm in der Höhe. Das heißt, dieses Visier ist eigentlich optimal für den Einsatz von Schalldämpfern und anderen Anbauteilen, die jetzt hier ein höheres Korn und damit eine verstellbare Kimme benötigen. Ne, das habe ich noch vergessen. Der hintere Teil, der ist nach links, rechts, oben und unten verstellbar. Das heißt, ihr könnt diese Visierung genau auf eure Ladung abstimmen. Das heißt, wie ihr dann schießen wollt, Spiegel aufgesetzt, Fleck, das könnt ihr dann selbst entscheiden. Wie sich das Ganze beim Schießen verhält, das heißt, wie das Visierbild aussieht, das zeige ich euch im nächsten Video. Da nehme ich euch jetzt mal mit auf die Schießbahn. Also bis gleich. Hier seht ihr jetzt mal das MEPOLITE im Dunkeln. Das heißt, ihr seht das, was die Kamera rüberbringen kann. In Wirklichkeit ist es wesentlich heller. So, das war's dann auch wieder für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Würde mich natürlich über einen Kommentar und eine Bewertung freuen. Ja, und ansonsten bleibt mir zu sagen, bis demnächst bei WiederladerTV.